Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir haben im letzten Mal geheiratet und ich habe ja gesagt, dass ich schaue, wie viel Geld wir jetzt haben. Und wir können uns die Doppelhaushälfte leisten. Ganz ehrlich, ich würde nicht so lange schnacken. Wir kümmern uns da jetzt einfach drum. Zuallererst sacken wir alles ein, was uns gehört. Und wir können hier noch Dinge verkaufen, die wir hier so haben. Wie süß hier ein Charisma-Buch. Ich meine, das können wir meinetwegen behalten. Die Geburtsurkunde kommt mit und die Fotos kommen mit. Das kommt mit. Die Drohne kommt mit. Celestes ganzen Sachen, die sie hier hat. Die Postkarte. Ich glaube, die haben wir mal geschenkt bekommen, deswegen behalte ich die auch einfach mal. Mehr Fotos. Die Gitarre natürlich. Den Computer nehmen wir auch mit. Das Fahrrad. Bertha. Ich will nicht alle Pilze mitnehmen, weil das irgendwie... Wir können nicht nur von Pilzen leben. Das finde ich ein bisschen wild. Und ich denke, das ist alles, was wir mitnehmen werden. Ich hoffe jetzt wirklich, dass ich nichts vergessen habe. Ich doppelchecke das Ganze jetzt nochmal. Aber es müsste alles sein. Denn um genug Geld zu haben, müssen wir das Ganze einmal bulldozen. Und dann kaufen wir ein Mietwohnhaus. In San Sequoia. Lustigerweise wohnt einfach in dem zweiten Grundstück schon jemand. Das finde ich sehr lustig. Natürlich möbliert. Dann haben wir noch 17.000 einfach. Wie crazy. Ich dachte, wir müssen noch hustlen. Ja, offensichtlich stimmt das so. Jetzt müssen wir natürlich den Haushalt nochmal umziehen lassen, damit wir dann hier auch wohnen. Das ist ein bisschen umständlich, aber es ist okay für uns. Und wir ziehen hier ein. Es kostet halt nichts, weil uns das ja eh schon gehört. Deswegen ist das alles super easy. Das ist so lustig. Tägliche Miete 0. Slay. Wir sind einfach gerade umgezogen, Leute. In Unterwäsche. Guck mal, da ist auch schon direkt unser Nachbar. Weil die Wilders, die leben hier zu fünft. Weiß ich jetzt nicht, fühle ich jetzt auch nicht so. Aber ist schon okay. Aber ich wollte ausstellen, dass die jetzt hier so eine Revolte starten können, weil ich sag, wie es ist. Da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. So, perfekt. Also, ich habe euch das ja schon in einem vorherigen Part gezeigt. Wir werden einmal nochmal kurz, gebe ich euch nochmal hier einmal einen Überblick von dem Ganzen. Und hier vorne wohnen eben unsere Nachbarn. Ich freue mich so. Ich kann es gar nicht fassen, dass wir jetzt hier wohnen. So, dann können wir erstmal unsere Dinge hier hintun. Ich würde Bertha jetzt erstmal hier nicht hinplatzieren, weil ich glaube, das könnte ein bisschen creepy werden. Also für die anderen Leute. Vor allem, ich weiß noch nicht mal, ob die da hier durchpassen, aber wird schon. So, die zweite Gitarre würde ich dann hier hinstellen, weil ich habe ja auch eine coole gekauft, hier diese vom Sensenmann. Postkarte hängen wir auf und hier ist ja sogar noch Platz für unsere Messerchen. Das Fahrrad stellen wir erstmal hier draußen hin. Der Computer kommt an den richtigen Platz hier. Die Drohne. So, die Schneekugel würde ich auf den Tisch packen. Auge von Solani kommt hier rein. Süß, ich liebe ihr Zimmer so. Es ist so zugeklattert. Ich kann einfach nicht. Ich finde es einfach toll. Dann die Fotos. Hier oben sind dann einfach nur Fotos von denen. Ich lieb's. So, und die Zeichnung von Celeste. Das ist doch sowas, was man sich dann in die Küche hängt. So, und das Buch tue ich mal kurz hier hin. Können wir dann nämlich ins Bücherregal tun. Ich lieb's doch so. Erstmal speichern. Ah! Wir sind umgezogen. Wenn ihr das Speedbild noch nicht gesehen habt, dann werde ich das am Ende des Parts übrigens verlinken. Aber jetzt werde ich erstmal sagen, wer hier wo wohnt. Und dann begeben wir uns hier in ein neues Leben quasi. Und dann schalten wir alle Lichter auf automatisch. Und dann stellen wir uns vielleicht mit unserem Nachbarn vor. Wie geht's? Wie steht's? Oh, er findet uns richtig kacke. Schade. Aber die wohnen ja eh immer nur 7 Tage da, ne? Obwohl, ist das immer so? Ich weiß es gar nicht. Wir haben eine Abneigung gegen ihn. Freut mich. Also das ist doch ein tolles Zusammenleben. Aber ich finde es schön, dass man hier jetzt die Sachen sieht, obwohl man von hier aus das Regal nicht sieht. Naja, ist ein bisschen wild alles, aber wenn die Wände hoch sind, dann ist schön. So, Celeste muss jetzt auch zur Schule. Aber ich bin so happy gerade. Dann könnt ihr ja nochmal ein bisschen quatschen, ihr süßen Mäuse, und sagen, hey, ich finde das so toll, dass es jetzt endlich geklappt hat. Ich bin so froh, hier mit dir zu sein. Ich würde sagen, dass Jeremy auch direkt mal einen neuen Job annimmt. Vielleicht machen wir diesmal mal das mit den Einhorn-Lama-Rettungsfonds. Sie boxt erstmal. Sie so, ich muss das erstmal ausleben hier. Okay, kannst du jetzt an den PC, ohne dass ich irgendwas umstellen muss? Ugh. Ich dachte echt, das würde passen. Ich habe es jetzt mal so ein bisschen in eine Wand geschoben. Das fällt ja jetzt nicht so krass auf. Kommt er da trotzdem jetzt durch? Ja! Oh mein Gott! Na, dann ist ja alles tutti. Ich dachte, ich müsste das jetzt komplett umstellen. Aber alles gut. Und er kann sogar an den PC, ohne dass ich was umstellen muss. Also ist er nicht zu voll, der Tisch. Oh, ist das toll. Ja, also man sieht das jetzt hier, dass das so ein bisschen in der Wand ist. Aber gut, dass das schon gereicht hat. Fällt dann ja auch nicht so auf.
Ich freue mich so. Ich habe mir auch überlegt, ob wir auf Dauer vielleicht sagen, dass sie vielleicht ihren Job auch kündigen wird. Weil A, ist es nicht wirklich erfüllend für sie. Und B, haben sie jetzt einfach finanziell nicht wirklich mehr die Sorgen. Weil A, nehmen sie jetzt auch Mieteinnahmen ein, die ja sehr konstant sind. Dann haben sie jetzt ja eben ein richtiges Eigenheim, ja. Und ich meine, ihre Präsenz in der Öffentlichkeit bringt ihr ja auch gutes Geld ein. Ich glaube, an dem Punkt kann man es auch einfach mal riskieren an ihrer Stelle. Willkommen in der Nachbarschaft. Süß. Hi. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Dallas Callahan ist Militärpersonal, okay? Christopher Michelson. Süß. Ich freue mich sehr, euch kennenzulernen. Also, ich habe keinen Platz, um reinzukommen. Ich liebe es ja so sehr. Ich finde das schön, wie er einfach erstmal hochgeht ins Zimmer von dem Kind. Das macht man so als Nachbar. Ich sehe schon. Sie kennen wir, glaube ich, sogar schon, ne? Oh, sie mag idealistische Sims. Warum eigentlich nicht? Warum ist er sehr wütend? What happened? Ach, süß. Und der Fruchtkuchen, den haben sie einfach auch in die Küche gestellt. Schön. Ich lieb's doch ganz dolle. Sofortige Abneigung. Okay, Bro. Ja, also ich glaube, Jeremy hat es ein bisschen schwer in der Welt. Da kommt das Böse dann doch noch durch. Ich meine, ich weiß, dass die Abneigung, dass das dann was Romantisches ist. Und das ist ja auch gut, dass er dann kein Interesse daran hat. Aber trotzdem ist es wild. Warum sprichst du mit meinen Pflanzen eigentlich? Frage für mich. Ich bin einfach gerade wirklich glücklich. Es ist einfach schön. Es passt einfach so gut. Und ich hoffe, dass ihr euch auch genauso freut wie ich. Sag mal, das ist meine Gitarre, ne? Also, nur so. Weh, du klaust die jetzt. Luna Girl! Hi! Wie geht's? Wie steht's? Sie begrüßt uns einfach direkt im neuen Haus. Ich find's toll. Ich lieb's doch so. Junge, Mark Wilder, ne? Der hat auf jeden Fall richtig Bock auf diese Pflanzen. Ich werde den vermutlich offscreen einfach mal ein Umstyling geben, weil ich meine, da die unsere Nachbarn sind, werden wir die regelmäßig sehen. Keine Lust, dass sie dann hier ugly sind. Ja, Spaß. Nein, aber ich gebe denen vernünftige Outfits. Vor allem Luna ist traurig. Wahrscheinlich, dass wir umgezogen sind. Würde ich auf jeden Fall fühlen. Wir wohnen jetzt nicht mehr in derselben Stadt, ne? Wegen Ableben trösten? Wer ist denn gestorben? Also niemand, den wir davon kennen. Hä? What happened? Oh, Celeste ist auch zurück. Hi! Vielleicht laden wir einfach mal Mizuki und Elaine ein. Das fände ich sehr, sehr schön. Ich meine, so ein eigenes riesiges Haus haben ist schon fancy. Da kann man schon mal die Family einladen. Einfach Full House, ich lieb's doch so. Warum wird mir das als erstes angezeigt bei Mizuki? No, hell nah. Guck mal, die unterhalten sich hier auch ganz normal. Es ist schön. Er erfährt, dass Mizuki die Comedy-Fähigkeit besitzt. Schön. Hier wird sich umarmt, also es ist einfach ein Träumchen. Es ist gerade einfach Happy Family, ne? Ich lieb's einfach. Das ist doch genau das, was wir uns immer gewünscht haben. Ich meine, die sind hier immer noch in der roten Leiste, ne? Aber es wird besser. Und er möchte freundlich zu seiner Tochter sein. Deswegen verschönert er jetzt einfach mal ihren Tag. Warum auch immer sie sich jetzt alle zurückgesetzt haben. Aber ich möchte trotzdem, dass du den Tag deiner Tochter verschönerst. Luna muss gehen. Und als nächstes möchte er sich einen Feind machen. Ey, Jeremy, mach mich fertig. Oh, Maya muss arbeiten, leider. Und die tuteln hier. Also, dafür ist das ja nicht gedacht, ne? Aber schön, wie ihr euch hier unterhaltet. Das ist wichtig. Ich finde auch gut, dass er Obstkuchen mag. Nur wenige Sims mögen den Obstkuchen. Hier sind auch noch mehr Plätze für Fotos und so. Aber das kriegen wir alles hin. Wir müssen dann auch noch irgendwie demnächst ein Family-Foto machen, das wir dann hier reinmachen können. Kannst du aufhören, gemein zu sein? Geburtstag vom Chef. Ja, sie bestellt online. Aus dem Alter ist sie raus, dass sie hier was bastelt. Sie ist so kokett, ich kann noch nicht. Unangenehm. Deswegen gehen die jetzt auch schön. Gut, dann kannst du jetzt ja auch nochmal kurz arbeiten. Und du hast dir dein Zimmer noch gar nicht angeguckt. Sie mag Obstkuchen jedenfalls nicht. Ich liebe ihr Zimmer so, es hat so viel Charakter, ne? Ich lieb's doch so. Ich kann nicht aufhören, das zu sagen. Was wird das denn hier? Du sollst arbeiten. Da lässt man ihn einmal aus den Augen, ne? Maya hat mehr über Jeremy gelernt und fühlt sich nun von ihm angezogen. Weil er Technikfreak ist? Geil. Es ist einfach ein Traum manchmal, ne? Maya ist zurück und sie hat nochmal eine Gehaltserhöhung bekommen, Alter. Alter, wir haben dieses Haus gekauft, dieses riesige Haus. Und wir haben trotzdem 22.000 Simoleons. Ich kann doch nicht. Entschuldigung. Also, ist dann doch eigentlich gut, oder? Wenn man nichts dann kriegt bei dem. Also, dass man sagt, hey, ach, keine Ahnung.
Den Bericht schreiben wir morgen. Die erste Nacht im neuen Haus. Alter Celeste, es ist noch nicht mal 5 Uhr. Warum bist du wach? Die macht mich so fertig. Das ist so süß. Ach, ich kann doch nicht. Amaya möchte jetzt erstmal die Küche einweihen, würde ich sagen. Bin einfach nur am Grinsen, Leute. Oh, wir haben noch unsere Urkunde, dass wir geheiratet haben. Die kommt hierhin einfach. Level 8er Gitarrenfähigkeit. Slay! Wir können natürlich auch die Drohne einstecken und uns in San Sequoia einen Namen machen. Neue Stadt, neues Glück. In der Bibliothek ist es vielleicht nicht so cool, wenn wir da singen. Dann vielleicht doch lieber im Erholungszentrum. Mein Gott. Okay, und dann sing ein bisschen, Girl. Irgendwann erreichen wir Level 2. Die Leute finden uns toll. Alter. Das ist gerade sehr viel. Hilf. Sogar ein Geist gibt uns Geld. Oder ist unser Nachbar? Oder unser Mieter, das könnten wir auch sagen. Die hat etwa 200.000 Follower. Nicht schlecht für ein Girl von der Straße, hä? Huh? Oh, hier drinnen geht's richtig ab. Die keifen sich hier alle an. Aber hier ist ziemlich warm. Wir ziehen sie mal kurz um. Ja, die Batterie ist schwach. Wir können aber auch langsam mal die bessere Drohne kaufen. Ich meine, wir haben 24.000 Simoleons. Da kann man sich schon mal gönnen. Danke for the money. Alles für eine bessere Drohne. Guck mal, so viel fehlt gar nicht mehr. Einfach ein bisschen hustlen. Ich lieb's. Die Drohne ist leer. Dein Outfit? Slay. Ist eine wilde Choice, aber auch ein Statement. Elaine ruft an. Gehen wir natürlich dran. Danach gehen wir nach Hause. So. Wie wäre es, wenn wir jetzt mal den Bericht schreiben? Level 2 der Schreibfähigkeit. Jawohl. Also, ich werde jetzt die Drohne verkaufen und die bessere kaufen. Wieso kann man nicht einfach Drohne suchen? Was weiß ich denn, wie das heißt? Streaming-Drohne. Komm, stream sie dir. Ist doch klar, dass die so heißt. Hallo. Nehmen die jetzt in Spaß, dann passt die hier auch gut rein. Kann natürlich auch ein Video aufnehmen. Sie kann ja einfach mal Beauty-Tipps geben. Because she is a beauty. Sie kann das hier auch noch benutzen. Das ist ja auch wichtig. Das war jetzt ja noch die einzige Frage, die ausstand. Aber das ist ja optimal. So, er ist fast fertig. Freue mich sehr. Aber er hat auch richtig schnell dazugelernt, ne? Was das Programmieren angeht. Also, da kann man schon mal stolz sein. Jawohl. Sehr, sehr gut. Celeste ist auch zurück und sie hat sehr großen Hunger. Und sie würde mal gerne wieder mit ihrem Opa reden. Das kann sie sich gerne wünschen. Aber ihr Schultag war nicht so dolle. Gehört halt zum Leben dazu, ne? Mir fällt halt auch einfach nichts mehr ein, ne? Es ist schon hart, sich immer wieder hier was Neues auszudenken, was auch halbwegs lustig ist. In dem Fall macht es natürlich auch Sinn, dass sie sagt, hey, ich habe mir keinen Stylisten geholt. So habe ich mein Make-up gemacht und deswegen sah ich trotzdem geil aus. Also, let's fetz. Sie möchte auch direkt mit ihrer Tochter reden, ne? Es ist so süß, sie kommt gerade nach Hause. Bess! Nein! Happy Family! Treffen wir in der Küche. Wer kennt es nicht? Ich bin ehrlich, bei meiner Familie ist es irgendwie eher so, wir treffen uns immer im Badezimmer. Ich weiß nicht, wie das immer passiert, aber irgendwie entstehen die Deep Talk-Runden immer im Bad. Warum redet er vor seiner Tochter über Techtelmächte? Das ist nicht okay. Also je nachdem, was er gesagt hat, aber hallo? Sie kann ja gleich auch mal ein paar Selfies machen, die wir dann auch aufhängen können. Jetzt ist anscheinend Treffen im Kinderzimmer. Muss ich das jetzt verstehen? Ach, Amaya muss ja schon wieder zur Arbeit. Mann. Wir können ja mal auf Leistungsbeurteilung umsteigen. Vielleicht kriegen wir es dann hin, dass sie die Versagensangst mal überwindet. Süß. Ich kann doch nicht mehr. Kann wirklich nicht mehr. Wirklich, jedes Foto ist einfach süß. Die kleine Maus. Natürlich sind davon welche nicht gut geworden. Ach, wie süß. Ich lieb's doch so. Ich wünsche mir trotzdem noch mehr Selfie-Posen und so, weil es ist einfach so geil. Ich lieb's einfach, dieses mit den Fotos. Gerade auch Posen gemeinsam und so. Ist einfach schön. Okay, Celeste möchte mit Jeremy darüber reden, wer ist denn die beste Void-Kreatur, weil sie sich mit jemandem gestritten hat. Wir hatten dieses Szenario schon öfter. Bisher hat sie aber, glaube ich, immer Amaya gefragt. Und Amaya hat immer gesagt, ja, beide sind gleichmächtig. Aber das löst natürlich auch das Problem nicht mit der Person, mit der sie sich streitet, ne? Jeremy weiß davon aber jetzt einfach nichts. Ich würde aber behaupten, gerade auch, weil er jetzt ja ein guter Vater sein möchte, denkt er, es ist halt schlau zu sagen, ja, du hast natürlich recht. Deswegen sagen wir, du hast recht. Im selben Atemzug sagt er, hey, es wäre voll cool, wenn du lernst, Entschuldigung zu sagen, wenn du auch was falsch gemacht hast oder jemanden verletzt hast, weil das habe ich falsch gemacht. Und deswegen bringt er das jetzt seiner Tochter bei. Ich finde es realistisch, weil er weiß genau, dass es ihm schwerfällt, weil ihm das nicht beigebracht wurde und dass er genau weiß, dass er deswegen auch andere verletzt hat. Er lernt halt dazu.
Und deswegen möchte er natürlich, dass Celeste das halt anders hat, ne? Dass sie eben nicht andere Leute verletzt. Und sie ist ja eh ein Daddy's Girl, deswegen hört sie natürlich auch darauf. Und dann quakt doch einfach nochmal ein bisschen. Beschützerinstinkt hat er gegenüber Celeste. Ich kann doch nicht. Das passt doch so gut auch in die Story, ne? Ich kann nicht. Süß, wie er sich jetzt um den Garten kümmert, weil Amaya heute keine Zeit dazu hatte. Warum hat das nicht funktioniert? Ach, weil sie Misserfolg hatte bei der Leistungsbeurteilung. Ach Mann, Girl. Da sie ja so eine Emotionsbombe ist. Ach Mann. Es ist halt nicht so einfach. Look at this girlie da hinten. Bestes Beispiel aber wieder. Geld ist halt einfach nicht alles, ne? Er so, ah, Muffins. Warum hat er schon wieder das Puppenhaus kaputt gemacht? Das ist so fies. Da freue ich mich, wenn wir kein Puppenhaus mehr haben. Vielleicht kuschelt ihr nochmal einen Moment. Das könnte euch beiden gut tun. Ich liebe euch so. Oh, jetzt hat sie nochmal kurz einen Ausbruch. Ach, Girlie. Es wird alles wieder gut. Oh, heute ist Nacht in der Stadt. Cool, weil dann können wir auf jeden Fall essen gehen. Vielleicht platziere ich dann ein Restaurant in San Sequoia, damit wir dann die Stadt auch nochmal richtig einweihen können. Mit der glücklichen Celeste hier werde ich dann aber auch den Part beenden. Wie gesagt, ich hoffe, dass es euch genauso sehr gefällt wie mir. Dass wir jetzt endlich umgezogen sind. Ich bin einfach sehr, sehr glücklich. Und ich glaube, uns stehen gute Zeiten bevor. Wie immer, bei Story-Vorschlägen schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!